Essen, Spaß für den Sportstammtisch heute hier im Greenfield Oberneming, wunderbare Location. Vielen, vielen Dank dafür, alle, die geholfen haben, dass wir so da in der Form sitzen dürfen. Für die 99,7%, die mich nicht kennen, ich bin der Felix Hotzubeck. Ich darf beim FC Wacker Innsbruck mich um die Kommunikation kümmern. Deswegen ist dieser heutige Abend auch mit auf meinem Mist gewachsen und deswegen darf ich da draußen auch reden. Damit ihr, wenn man das Podium braucht, nicht groß vorstellt, ist prominenter wie ich, aber ich fange mal ganz aus dem Namen, den kennt man nicht ganz so. Das ist von heute mein Co-Moderator, der ist der Peter Markreiter. Er ist Clubmanager beim FC Wacker Innsbruck, also er schaut auch das Clubmanagement. Das sind die, die den Wackerstand machen, die Tickets verkaufen, das Marketing machen und so weiter. Damit dort alles in den rechten Linien zugeht, dafür ist der Peter da und heute hilft er mir beim Moderieren, weil ich sonst ins tausendste Rede und das schnellste betreibe. Deswegen ist der Peter heute dabei, schön, dass du da bist. Ich gehe in der Reihe weiter, Alfred Hörtlein, ich brauche ihn nicht groß vorstellen, er kam ja auch schon im Video vor, dann noch als Spieler, mittlerweile ist er Geschäftsführer Sport und der General Manager, der den gesamten Sportbereich bei uns verantwortet. Schön, dass du heute da bist und dich allen hoffentlich vielen Fragen heute hier stellst zum Thema Fußball in Innsbruck. Schön, dass du da bist. Dann haben wir eben wahrscheinlich vorgestellt, ein Mann mit ganz, ganz großem Fußballherz, der bereits schon mal eine erste Wacker-Ehre hingelegt hat und jetzt seit bald einem Jahr wieder beim Wacker Retour ist und der Schwarzkönner Präsident Gerhard Stockmann. Danke, dass du heute da bist. Die nächsten drei Herren brauche ich mir noch gar nicht vorstellen, die kennen Sie alle, egal ob klein oder größer. Euren lokalen Matador und unseren Topscorer Florian Jamni brauche ich vorstellen, aber schön, dass ihr da seid. Flo ist für die Tore zuständig, der sich verhindern soll, sitzt neben dran. Christian Falkett ist seit Sommer bei uns und der Torhüter, der da in Leinfeld ist, auch ein Kreis. Ja, der junge Herr ganz raus, ist unser einer der Shooting-Stars der heurigen Saison. Er ist auch schon im Sommer zum Profikader gestoßen, ist von der zweiten Mannschaft aufgestiegen und seit kurzem ein fester Bestandteil der ersten Elf, Florian Rieder. Schön, dass du da bist. Es ist ja ein Sportstammtisch und beim Sportstammtisch, nein, beim Stammtisch, sind wir alle gleich. Ich verzichte jetzt auf die üblichen Begrüßungsfloskeln, wo man mit der hohen Geistlichkeit beginnen muss, dann zur Politik wechseln muss. Ich erwähne auch nicht extra der Bürgermeister, da ist unsere Gattin, mache ich nicht extra. Lassen wir weg. Und ich habe gesagt, beim Sportstammtisch jetzt mal auf Augenhöhe weitere Floskeln möchte ich verzichten, aber was ganz was Wichtiges ist, möchte ich nicht darauf verzichten. Das ist das Dankeschön, das mag ich am Ende machen, da war alle schon Richtung Bier, Zapfen, Strömen, sondern lieber jetzt machen, weil ich mir zuhöre, das muss ich ausnutzen. Ein ganz herzliches Dankeschön an mehrere Menschen, die den heutigen Abend in der Form möglich gemacht haben. Einmal die Familie Birchtl, allen voran Hausherr Franz Birchtl mit der Seniorchefin Martha Birchtl und der Söhne Franz Josef und Thomas. Das sind die Gastgeber, die Hausherren, die haben uns den Raum zur Verfügung gestellt und haben von vornherein dem Wacker positiv gegenübergestanden und gesagt, kommt sie auf, gemeinsam machen wir das. Jetzt. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und im gleichen Abendflug. Atemzug ganz, ganz nah dran ist die Dagmar Röhrens, das ist die Dame, die für das Greenfield auf die ganzen Events verantwortlich ist. Und sie hat gerade gestern Spitz, weil wir haben nicht ganz verraten, wie wir es gerne dekoriert hätten. Wir haben nicht ganz gesagt, ob man da Tischtücher brauchen hätte, wie es stehen soll. Heizung angereist, ungefähr 17 Uhr. Ich glaube, da war der Dagmar so die Erleichterung da, jetzt sind sie da, jetzt sagen sie mal, wie sie gerne hätten. Vielen, vielen Dank dafür, dass du da mit uns die letzten Wochen geplant hast, wie es oben ausschauen soll. Dankeschön, wo auch immer du gerade bist. Ja, und dann mache ich noch vier Menschen, oder drei Menschen in der Fangruppe. Einmal die Burge Wiedauer, sie ist Redakteurin bei mir in der Dorfzeitung, hat uns von der ersten Sekunde mit einem ganz fetten Artikel in der Dorfzeitung unterstützt. Vielen Dank dafür. Die Fangruppe ist Grün-Schwarzes Oberland, wird da hinten ihren Banner gehisst, die ist auch mit dabei, im Oberland für ordentlich Stimmung gesorgt. Max Dulnig hat auch extrem gekurbelt, hat mir vorgestern noch eine Mail geschrieben, mit er ist dabei, jeden zu überzeugen, dass er heute kommen muss. Und der Florian Schonert, ob man von der SPD Mirming umsteigt, der hat uns auf dem SPD Mirminger Plateau, der ist heute auch da. Vielen, vielen Dank, ich sehe da
rote Männer, junge Männer im roten Trainingsanzug. Danke vielmals, dass ihr als örtlicher Fußballverein auch mit dabei seid und unterstützt habt. Danke euch allen. Machen wir heute hier beim Sportstammtisch. Keine Sorge, das wird jetzt kein Show da draußen, wo wir jetzt 2 Stunden lang plaudern und jetzt 2 Stunden nur zuhören müsst und dürft. Nein, im Gegenteil. Wir haben jetzt 30 Minuten, wo der Peter und ich mal jeden einzelnen Protagonisten heraus ein paar Fragen stellen, einfach um die Stimmung zu lockern. Dann danach hättet jetzt ihr ein 30-minütiges Zeitfenster, eure Fragen zu stellen. Also wenn euch irgendwas wirklich unter den Nägeln brennt und ihr wollt den Arm, wenn ihr unbedingt was wissen, haben wir 30 Minuten Zeit, das da in der großen Runde zu machen. Und wenn das vorbei ist, haben wir die dritten 30 Minuten, dann sind auch die 90 Minuten voll. Dann können wir an die Bar gehen, ein Bierchen trinken oder Wasser trinken und in einer kleinen Gruppe nochmal reden. Also alle Protagonisten nehmen sich auf jeden Fall mindestens diese 1,5 Stunden Zeit und stellen sich eure Fragen. Also bitte nutzt die Chance, keine falsche Scheu, hingehen und eure Fragen einfach stellen. Gut, ein Herr fehlt, das dürfte dann ausgefallen sein. Es gibt nur einen, der ganz oft in der Zeitung mit Gesicht abgebildet ist. Das ist unser Cheftrainer, der Karl Dachsbacher. Der hat eigentlich zugesagt gehabt, er wollte auch kommen, aber es ist leider Gottes was dazwischen gekommen. Aber das soll er am besten selber erklären, ich sage. Martin, du bist der Herr des Videos. Ja, hallo, die besten Grüße an alle, die zu dem Sportstammtisch gekommen sind. Ich bin leider nicht dabei, Großfamilienfeier ist geplant gewesen, schon im Vorhinein, mit meinen 4 Töchtern und 4 Enkelkindern. Da sollte ja auch einmal der Papa und Großvater dabei sein, sonst wäre ich sehr gerne gekommen. Aber ich habe euch ja 3 Spieler geschickt, die können vielleicht auch einmal was erzählen, wenn der Trainer nicht dabei ist. Da redet man vielleicht ein bisschen freier als Spieler. Und sollte es Fragen direkt an mich geben, gebt es bitte dem Felix weiter. Der wird das mit mir machen und wir werden euch darüber informieren. Aber ich verspreche jetzt schon, beim nächsten Treffen bin ich hundertprozentig dabei. Und dann hoffen wir, dass wir in der Tabelle noch ein bisschen noch vorgerückt sind. Und bleibt uns treu und unterstützt uns natürlich auch bei den restlichen Spielen im Herbst. Ja, Peter, für mich steht noch ein Punkt da, wo stehen die aktuell sportlich? Du sagst ja, wir müssen noch einmal aufklären, wo gehen wir denn gerade um? Ihr seht da oben ein Bild, das ist momentan relativ, ja, das zeigt, wo wir gerade stehen. Wenn wir alle gemeinsam in einem Kreis voll eingeschworen in einer halben Saison das Bestmögliche zu erreichen, auch die Fans honorieren das, man sieht da gerade die Nordtribüne mit denen zu fahren. Das Bild passt ganz gut. Wir haben im Sommer angefangen und alles so richtig einzuspannen, sagen, heuer wollen wir Großes schaffen. Da sind wir gerade am besten Weg dorthin. In der Tabelle gerade auf Rang 5, das klingt jetzt nicht ganz so toll, aber es sind nur 4 Punkte auf Rang 1. Also weil es alle offen, noch haben wir 3 Spiele vor der Winterpause. Da stehen wir gerade aktuell, aber was rede ich beim Sport? Ich schmeiße den Ball zu dir rüber, immer gerne den Ball zu dir rüber, Peter. Und bitte, ich glaube, ja, Alfred Hörken ist nächste der Fragen beantworten. Felix, danke, die Flanke nehme ich gleich auf. Du hast das Stichwort schon geliefert, es hat im Sommer einen großen Kaderumbruch gegeben in der Mannschaft, aber ich bin auch nicht dazu da, ich kann leider nochmal deshalb sagen, freut mich total, dass wir da sind. Den Ball gebe ich sofort weiter und Stichwort Kaderumbruch vielleicht auch nicht. Kannst du uns erzählen, wie die Mannschaft zusammengesetzt ist, was vielleicht ein bisschen die Hintergedanken waren im Sommer? Was hat dich dazu getrieben, die Mannschaft in der Art und Weise, wie sie jetzt am Platz stehen, wie wir sie da sehen, aufzustellen? Ja, einen schönen Abend auch meinerseits. Es freut mich sehr, dass wir da heute da sein dürfen. Ich finde, dass es eine super Location ist und wir haben schon seit längerem darüber nachgedacht, dass wir sagen, wie können wir wieder Kontakt aufnehmen zu den Leuten draußen. Der Sportstammtisch, der geistert schon länger herum und jetzt haben wir es eigentlich umsetzen können. Also ich finde das ganz toll, es sind auch viele Leute da, das freut uns. Und wenn wir gleich einsteigen Richtung Sport, dann kann ich sagen, dass wir in den letzten 10, 12 Monaten eine recht herausfordernde Zeit erlebt haben. Und wenn wir Richtung Jänner zurückgehen, da ist gerade der Trainer Karl Dachsbacher dann eingestiegen. Und in dieser Zeit haben wir gerade 2 Spieler transferiert. Ein Spieler ist zu Liefering gewechselt, der Dekir und der Riemann
Alexander ist dann auch zum Gast gewechselt. Also es war dann schon einmal recht schwierig, der Einstieg sportlich. Wirtschaftlich hat es da auch nicht unbedingt sehr positiv ausgeschaut, da haben wir große Herausforderungen gehabt und auch in der Struktur ist der Präsident ganz zurückgetreten und da war schon ziemlich viel los beim Verein, das Stimmungsbild war am Boden, das kann man auch so sagen und wir haben große Herausforderungen gehabt in alle Richtungen und ich denke, dass dann dieser Trainer Karl Dachsbacher genau der Richtige war zu diesem Zeitpunkt, weil er einfach Ruhe ausgestrahlt hat, weil er sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und einfach auch ruhig geblieben ist in dieser Phase. Wir haben auch einen denkbar schlechten Start in der Rückrunde gehabt, mit der Niederlage gegen Wattens, dann zwei Niederlagen darauf an, dann war das schon sehr schwierig. Und genau in dieser Phase haben wir aus meiner Sicht dann eine sehr, sehr wichtige und auch schwierige Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, dass wir das Team umbauen wollen, dass wir das neu gestalten wollen, dass wir auch stark verjüngen wollen und da haben wir dann die nächsten Akzente gesetzt. Wir haben dann die Spieler, mit denen wir nicht mehr verlängert haben und nicht mehr verlängern wollten, dann auch direkt in ein Gespräch das mitgeteilt und haben daraufhin dann in den nächsten Wochen immer mehr junge Spieler hochgezogen, in den Trainingsprozess mit integriert. Wir haben dann auch Spieleinsätze bekommen und so ist das Schritt für Schritt dann einfach gewachsen. Jeder hat gesagt, wir fahren dann mit dem letzten Aufgebot zu den Spielen, aber diese jungen Spieler haben die Chance genützt. Die haben das Vertrauen rechtfertigen können und wir sind dann im letzten Viertel der letzten Saison 16-17 dann sind wir wieder Nummer 1 gewesen und das war für uns eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, wenn wir Vertrauen geben, dass dieses Vertrauen zurückgezahlt wird und es war für uns auch die Basis, wie wir die Kaderplanung anlegen, wie wir die Personalplanung aufbauen wollen und haben dann junge Spieler dazugenommen, haben wir dann mittelfristige Verträge gegeben und mit dem Stamm, der geblieben ist, an der Spitze, mit dem Flo, aber auch der Kerschi, der Baumi, der Freitag und so weiter, das war dann das Kernteam mit den jungen Spielern. Und wir haben 14 bis 15 Abgänge gehabt, das ist schon ein sehr großer Aderlass, aber dadurch, dass die jungen Spieler hochgekommen sind, haben wir einen guten Kader gehabt, eine gute Basis vorgefunden und haben dann 7 bis 8 Spieler noch mehr dazu verpflichten müssen sozusagen und genau das war dann die Mannschaft, die diese Saison für die so herausfordernde und wichtige Saison für den Verein und wir haben vorher einen Altersdurchschnitt gehabt von gut 26 Jahren und jetzt haben wir einen Altersdurchschnitt von ca. Ja, knapp unter 24, so 23,8, 23,9, also richtig eine junge Mannschaft mit Potenzial, eine junge Mannschaft auch mit einem Zukunftsbild. Und so sind wir dann in die Vorbereitung reingestartet. Auch die Vorbereitung war dann schon gut, mit einer guten Energie, gute Leistungen, starker Einsatz. Und man hat eigentlich schon von Beginn weg gesehen, dass diese Mannschaft ist, die Charakter hat, die auch Qualität hat und die so einen richtigen Zusammenhalt hat. Und das war so etwas, was für uns einfach sehr, sehr wichtig war, dass die Mannschaft einen Teamgeist entwickelt, einen Zusammenhalt eben auch dann nach außen tragt, nach innen lebt. Und das haben wir schon in der Vorbereitung gespürt. Und zum Saisonstart vielleicht noch, da sind wir ein wenig holprig gestartet. Die Leistungen waren gut, aber noch die Ergebnisse nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht haben. Aber mit Vordauer der Herbstsaison sind wir immer sicherer geworden. Und, auch zu unserem Spiel gefunden, zu unserer Linie gefunden, die Mannschaft hat sie gefunden, Automatismen haben begonnen dann Schritt für Schritt zu greifen und so haben wir uns, und hat sich die Mannschaft dann auch weiterentwickelt und der Karl Dachsbach hat dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen, dass er einfach die Spielanlage vom Matchplan das ein bisschen ändert und hat vor allem dann im Spiel gegen Wiener Neustadt das erste Mal gesagt und das war eine wichtige Erkenntnis, dass wir uns ein bisschen weiter zurückziehen, dass wir den Gegner ein bisschen mehr Raum geben, dass wir den Gegner mehr Spielanteile geben, den versuchen danach den Spielaufbau in die Zentrum zu lenken und dann in ein sehr schnelles Umspiel, ein Umschaltspiel zu kommen. Das hat dann an dem Zeitpunkt wirklich gut funktioniert, das passt zur Mannschaft. Die Mannschaft ist von dieser Spielanlage dann auch überzeugt und daraufhin haben wir dann wirklich auch sehr gute Spiele abgeliefert in den kommenden Wochen und wir haben zwar nie einen ganz richtig tollen Lauf gehabt, aber er ist auch nie abgebrochen. Also wir haben ständig gepunktet, 3-4 Spiele gepunktet, einmal verloren, 3-4 Spiele gepunktet.
Und deswegen haben wir uns bis zum heutigen Tag eine recht gute Ausgangsposition schaffen können. Ich denke, dass wir da jetzt auch auf einem guten Weg sind. Wir haben jetzt noch 3 Spiele vor der Tür im Herbst und wir haben uns auch selber vorgenommen, dass wir nicht zu weit denken, nicht rechnen anfangen, sondern dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist das nächste Spiel, das ist das Spiel gegen FAC. Dieses wollen wir gewinnen und daraufhin ist der volle Fokus gerichtet. Also ein kurzer Verlauf so in den letzten 10 Monaten. Wir stehen gut da. Ich bin sehr froh, dass wir die Mannschaft jetzt haben, die da jetzt mit viel Esprit, mit Leidenschaft, mit Begeisterung und Wille diese Grundattribute, die im Fußball notwendig sind, jetzt auftreten. Und ja, ich denke, noch fürs Erste reicht es. Vielen Dank. Danke alle für das erste sehr ausführliche Statement. Ich glaube, wir machen das jetzt etwas anders, Felix. Der Plan ist ganz anders. Genau, der Plan ist anders, aber ich glaube, wir machen das jetzt gleich direkt weiter, damit jeder seinen Anteil hat. Dankeschön. Ja, ich muss kurz verraten, wir haben für den Adi 4 Fragen vorbereitet, aber er hat alle 4 mit am Statement beantwortet. Gut, kommen wir zum Lokalmatador, zum Florian. Du bist Urmillinger, du bist hier oben tief verwurzelt. Wie geht es dir heute da hier oben so vor deinen Leuten? Ja, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Ist ja ein Heimspiel für mich und ja, es freut mich irrsinnig, dass wir heute die Möglichkeit haben, dass wir das da machen dürfen. Und ja, bin begeistert. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, du bist ein Urmillinger und du baust jetzt ein Europahaus. Einmal Millinger, immer Millinger? Ja, das kann man. Kann man so sagen, ja. Ich bin da aufgewachsen, ich weiß, wie schön es da auch zum Wohnen ist, was man da für Lebensqualität hat. Und ja, wir haben die Chance gekriegt, dass wir da bauen können und haben von Anfang an gesagt, ja, wir waren blöd, wenn wir es nicht da taten. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile Städte Europa schon und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr im Sommer dann einsehen können. Wunderbar. Jetzt haben wir gehört, wie die Stimmung bei dir persönlich ist. Magst du schon kurz ein bisschen verraten? Du bist ja mittlerweile auch Kapitän, stellvertretender Kapitän, aber auch Kapitän der Mannschaft. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft aktuell so? Wir haben gerade den Verlauf gehört, den sportlichen, vom Ali, aber wie ist die Stimmung in der Mannschaft gerade so? Ja, die Stimmung ist sehr gut natürlich. Wir haben jetzt das letzte Spiel auswärts gegen die Tabellenführer gewonnen. Ich denke, das war sehr wichtig, weil wir sind jetzt auf 4 Punkte wieder dran. Dementsprechend sind wir positiv einfach in die Länderspielpause eingegangen. Mit dem Erfolgserlebnis, das macht das Training dann auch in der Länderspielpause viel, viel leichter und jeder ist mit der Spaß und mit Begeisterung dabei. Und das ist auch immer förderlich für das Training dann auch in der Länderspielpause. Du hast gerade den Sieg gegen Tabellenführer in Neustadt angesprochen, da hast du das Tor erzielt zum 1:0. Zum Endstand, das war 11 Meter. Jetzt mal ganz ehrlich, du bist ein Fußballprofi, ein gestandener Fußballprofi, ich weiß. Aber ist man in so einem Moment dann doch noch so ein bisschen nervös oder ist das völlig ausgeblendet, wenn man macht es einfach? Nein, klar, sicher ist der Pulsschlag höher, als wenn man jetzt, keine Ahnung, beim Einwurf steht. aber ja, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das Ding reinhaue und ja, es hat dann super geklappt, Gott sei Dank. Und ja, war dann natürlich ein riesig gutes Gefühl. So eine Antwort mit dem Einwurf, die gibt mir normalerweise immer der Trainer. Ich habe gemeint, das bleibt mir heute erspart, aber jetzt hast du den trockenen Humor der geerbt vom Trainer. Du bist mal jetzt auch in Innsbruck groß geworden. Du hast schon eine kurze Reise gehabt zu anderen Vereinen. Jetzt bist du mittlerweile wieder retour, bist im besten Fußballeralter, bist mittlerweile auch Kapitän der Mannschaft. Sind deine Ziele alle erreicht oder wo möchtest du mit der Mannschaft gemeinsam? Nein, meine Ziele sind sicher nicht erreicht. Das größte Ziel oder den größten Traum, den ich jemals gehabt habe, schon als Kind, war immer ja, im Tivoli spielen. Okay, das habe ich geschafft, das habe ich als Kapitän einlaufen dürfen, habe ich auch geschafft. Aber der größte Traum ist mit Innsbruck in der Bundesliga spielen. Und ja, für das arbeiten wir wirklich jeden Tag hart, dass wir das schaffen. Und ja, ich denke einfach, wir sind auf einem guten Weg, sollten den weiterhin verfolgen. Und das wäre der größte Traum, den ich habe. Gut, dann hoffen wir, dass das gelingt. Und ich darf mein Mikrofon zurückgeben an den Bett. Ich denke, das geht. Ja, Flo, du bist unser Shootingstar, wie es der Felix davor gesagt hat. Hast dir einen Fixplatz erspielt in der Mannschaft. Das ist nicht ohne. Ich kann mich noch gut erinnern an den Sommer, wo wir unser erstes Fotoshooting sozusagen bei dir daheim gehabt haben, auf deinem Urplatz.
Was hat sich für dich verändert? Ja, es ist natürlich jetzt ein Traum, da in der Mannschaft zu spielen zu dürfen. Es war immer mein Traum, großer Profi da beim Wacker zu werden. Und der hat sich im Sommer erfüllt und ich bin jetzt natürlich überglücklich. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Und natürlich hat sich jetzt mein Leben verändert. Ich versuche danach zu leben, ich versuche meine Leistungen zu bringen und ja, der Mannschaft einfach weiterzuhelfen. Und wir haben jetzt die letzten Spiele sehr gute Leistungen gebracht und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Erzähl, wie ist das so, dass ich mir das ein bisschen vorstellen kann? Wir haben da in der Woche Wattens, Ried, haben wir über 10.000 Leute insgesamt im Stadion gehabt. Wie ist das empfinden, wenn man so vor gegen Wattens, gegen 6.000 Leute einläuft und so weiter? Ja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich schon ein bisschen nervös war am Anfang. Aber es ist natürlich dann ein super, super Gefühl, vor so viele Leute spielen zu dürfen. Und natürlich war es dann auch sehr wichtig, dass wir dann einen Sieg oder in die 3 Punkte holen. Und das haben wir dann getan. Und ja, das war dann sehr wichtig. Und natürlich war es dann vor dieser Kulisse im Tivoli-Stadion zu spielen, war natürlich dann ein Wahnsinn. Und auch eine Woche drauf gegen Ried, waren auch wieder bei 4.000 Leute und es war dann auch wieder ein super Spiel, das wir gemacht haben und da haben wir dann halt leider in den letzten Minuten dann eine Sanktion gekriegt. Ja. Kann man jetzt machen, aber es ist so. Und wie ist das so, wie bist du in die Mannschaft gekommen? Du hast ja doch da ein paar arrivierte Spieler auch drin. Der hat zum Beispiel schon gegen einen Luis Figo gespielt und so. Ja, das weiß ich gar nicht. Das kann eh nur das Sache sein. Ja, man versucht natürlich als Junger von den Spielern zu lernen. Beim Training, bei den Spielen auch so. Die älteren Spieler reden ziemlich viel mit den Jungen und davon können wir als junge Spieler eigentlich profitieren. Und ja, darum schaue ich eigentlich zu den alten Spielern in der Halle auch und schaue, dass ich einfach viel lernen kann von denen. Jetzt habe ich noch eine komische Frage, gell? Aber die haben wir gekriegt, weil wir natürlich gefragt haben, davor habt ihr Fragen an den Spieler. Und eine ist gekommen, aber die ist für dich prädestiniert. Gell? Die heißt einfach, wann warst du das letzte Mal beim Friseur? Gestern? Nein, letzte Woche. Okay. Ja, nein, war super. Danke, Flo. Aufklären. Der Flo hat ein bisschen einen Hang zum Friseur, der geht da gleich hin. Der war jetzt 2 Wochen, haben wir mal gehört, oder? So was im Schnitt. Der haben wir gehört, gepflegt, logischerweise. Wir haben sogar mal eine FCW-TV-Ausgabe gehabt bei seinem Stammfriseur, wo man gesehen hat, wie die Haare gewaschen werden und so weiter. Also das ist durchaus ein großes Thema. Ich kenne da einen, der nach einem Spiel noch länger braucht, bis er zum Interview gehen kann. Das ist ein Lokalmatter da. Marcel Schretter, den kennt man noch. Der hat damals, also unter 30 Minuten vom Abpfiff zum Interview haben wir funktioniert. Also das ist anscheinend gar nicht so abwegig. Kurt, können wir zum nächsten, vielleicht gibst du das Mikrofon bitte weiter. Unser deutscher Titan Christopher Nett. So, jetzt haben wir von hinten an. Wir reden jetzt gar nicht über die sportliche Leistung. Ich weiß nicht, was fangen wir denn von an. Du bist der Mannschaftskassier, habe ich mir sagen lassen, oder weiß ich ja. Und sammelst auch die Strafen ein. Es gibt ja wohl einen Strafenkatalog. Magst du uns verraten, wer die Rangliste anführt? Kannst du ja gerne umschreiben oder so? Ja, ich glaube, dass das nicht so schwer ist. Ich glaube auch, dass hier 2 Gegensätze neben mir sitzen. Der Flo, der Rieder Flo, der gerne mal was vergisst, sich dann aufregt, warum man zahlen muss. Der Flo Jamnik, der sehr ordentlich ist und der dann halt am Ende vom Monat weniger zahlt. Was, ich hab das so vergessen? Von was sehen wir da? Die Fußballschuhe liegen lassen wir da. Ah, das fängt von der Trinkflasche an, vom Pullover, von Schuhen nicht aufräumen, zu spät kommen. Das ist ja nicht vorkommen bei anderen. Das sind so die Strafen, wo wir hinten werden. Gibt's Probleme bei der Zahlungsmoral oder haben wir gute Dinge in der Mannschaft? Nein, die passt. Wunderbar. Man hört sehr sprachlich, du bist kein Tiroler, du bist Wiener, hast lange in Deutschland gespielt, danach dann in Vorarlberg gewesen, bei Austria Lustenau, jetzt bist du in Tirol.
Wo gefällt es dir am besten oder anders gefragt, warum gefällt es dir in Tirol am besten? Gut, du hast das vorweggenommen. Ja, ich glaube, hier in Tirol ist eine super Lebensqualität. Ich bin mit der Frau und mit meinen Kindern hier. Denen gefällt es auch wirklich gut. Und meine Freundin hat selbst Familie im Zillertal. Auch riesige Wackerfans. Und ja, von dem her gefällt es uns richtig gut. Du hast gerade deinen Sohn angesprochen, der ist ja noch relativ klar, aber hat er dein Goalie-Talent geerbt und wird er mal deine Karriere nachhelfen, deine Fußstapfen treten? Ja, er spielt ein bisschen Fußball, aber ich taugt der Eishockey ein bisschen mehr. Dann haben wir noch Arbeit für uns zu machen. Das bringt mich dann schon zur letzten Frage für dich heute. Die hat sich der Peter abschreiben lassen. Ich muss sie stellen. Muss man als Torhüter eigentlich ein bisschen einen Schuss haben? Weil immerhin lässt du dich jeden Tag mit Bälle befetzen, die es an die 100 Stundenkilometer haben. Ja, war die Entscheidung dann irgendwann einfach, weil ich einfach nicht mehr laufen wollte. Und deswegen bin ich dann ins Tor gegangen. Und, ja, ich glaube trotzdem, dass man ein bisschen einen Schuss haben muss. Ja, ich sage, ein Tormann und links außen. Wie sagt man einmal ein bisschen einen Schuss? Besondere Personen, die es auch brauchen. Aber was ist deine Entscheidung, nicht mehr laufen zu wollen und weiter zu werden, nie bereut? Bis jetzt nicht. Wunderbar, hoffen wir, dass es so bleibt. Cool, ich darf wieder meine Mette machen und im Bett wieder mit zu kommen. Ja, ich darf jetzt als ersten Abschluss zur Runde noch Gerhard ein, zwei Fragen stellen. Wobei aufgelegt ist natürlich, Gerhard, du hast das letzte sehr intensive Jahr beim FC Wacker mit mindestens 40 bis 60 Stunden in der Geschäftsstelle hautnah miterlebt. In der Woche, ja klar. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie bist du denn mit der aktuellen Situation rund um den FC Wacker Innsbruck so zufrieden? Ja, also mit der Richtung absolut. Mit dem, was bisher erreicht wurde, kann man noch nicht zufrieden sein. Wir sind noch nicht österreichischer Meister, wir sind noch nicht in der Euroleague, wir sind noch nicht Champions League-Sieger. Also brauchen wir schon noch flotte Luft nach oben. Aber eben, die Richtung stimmt eigentlich in allen Bereichen. Wir haben ja gesagt, wir unterteilen das Ganze in vier Bereiche, grob, also im sportlichen Bereich. Sieht ja jeder, dass die Richtung total passt. Im organisatorischen und im infrastrukturellen und im finanziellen Bereich haben wir absolut sozusagen noch einige Arbeit vor uns, aber auch dort kann man sagen, wir haben alles im Griff. Da vielleicht, wie ist das auch übrigens aufgestochen, diese Tirols Wirtschaft, die noch propagieren, andere reden über Probleme, wir reden über Lösungen. Ich sage, das ist für mich ein gescheiter Slogan, weil da heißt es, nach meinem Dafürhalten müsste es heißen, andere reden über Probleme, wir arbeiten an Lösungen. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, muss ich auch sagen, vom 19. Februar bis zum 15. März ist die Aufgabe von der Lizenz. Und wirklich da nicht einfach gesagt hätten, okay, so ist die Situation, die wir schon meistern, das haben wir geschafft. Das war wirklich die erste Geschichte, wo man sagen muss, sind wir stolz, dass wir das so umgebracht haben. Dann geht es halt, sind wir nicht mehr aufzuhalten mit Arbeit.